Ich freue mich wirklich jedes Jahr so krass, wenn Januar vorbei ist, weil das heisst für mich, jetzt ist schon bald wieder Sommer. Aber es ist auch so ein der Zeitpunkt, wo mein ganzes Internet mich daran erinnert, dass ich mich unbedingt noch shapen und Ernährungsplan befolgen muss. Und es schlägt mir jenste Apps vor. Und ich meine, gesund ernähren und viel Sport ist mega wichtig, nichts gegen das. Aber ich frage mich einfach so, was passiert, wenn ich bewusst fange, auf Essen verzichten und so ein bisschen das Idealbild verfolgen. Und wo ist eigentlich so die Grenze zwischen gesund ernähren und sich wirklich abhungern zu lassen? Genau das wollte ich herausfinden. Für das habe ich mich vor ein paar Monaten mit der Jenny bei ihrer Diät getroffen. Sie ist seit 6 Jahren magersüchtig. Ich habe mich natürlich auch verglichen mit anderen. Und auch wenn ich wirklich mager war und zum Beispiel eine normalgewichtige Person angeschaut, habe ich immer noch gemeint, ich bin dicker als die Person. Obwohl ich echt 1000 Mal dünner war, als wirklich mager war. Aber das hast du einfach nicht gesehen. Was hat dir das für ein Gefühl gegeben, die Magersucht? Sie haben mir echt schon Sicherheit gegeben. Also, dass man einfach etwas kontrollieren kann. Etwas, was man für sich selber hat. Aber ich habe wie auch selber gemerkt, dass es einfach enorm viel Kraft braucht, eben, dass immer den Gedankenkreis zu haben, die ganze Zeit ums Essen. Ja, von dem her habe ich wie auch gewusst, jetzt muss der Klick irgendwie kommen. Wann ist bei dir der Klick gekommen? Ich habe dann irgendwann einfach denkt, ja, ist jetzt das dein Leben? Also musst du jetzt immer wieder in die Klinik gehen, um überhaupt ein normales Leben zu haben. Und dann habe ich einfach gefunden, nein, das ist es nicht, oder? Und ich will ja etwas erleben und nicht einfach eingesperrt sein, sozusagen. Jenny und ich gehen jetzt an einen sehr einflussreichen Ort für ihre Krankheit, nämlich an einen Ort, wo sie zum ersten Mal Hilfe bekommen hat. Wir gehen zum Unispital in Zürich. Da ist sie im 2014 zum ersten Mal künstlich ernährt worden. Das zwangsmässig. Und erst gerade letztes Jahr war sie wieder hier in Therapie. Es war eigentlich wie ein WG dort. Das Gewicht ist darauf gelegt worden, dass man wie lernt, strukturiert zu essen, regelmässig zu essen. Wo man dort angekommen ist, war man natürlich in der ersten Phase gewesen und haben natürlich das Gewicht angeschaut und ja, eben wie es früher war. Und je länger man da war und je intensiver auch die Therapie geworden ist, ist man natürlich in eine Phase höher gekommen. Und dann hat man auch mehr Freiheit bekommen. Also, man konnte in die Stadt runtergehen, man konnte am Wochenende heim. Ich stelle mir das noch krass vor, weil wenn ich etwas mit meinen Freunden zum Beispiel unternehme, dann gehen wir, hat es mega viel mit Essen zu tun. Also wir gehen mega viel zusammen essen. Wie ist das so für dich gewesen? Ich würde jetzt behaupten, dass wenn man Magersucht hat oder sonst eine Essstörung, eben, dass man sich selber isoliert und man hat keine wirkliche Lebensqualität mehr. Also, man lebt eigentlich mit sich und seinem Körper. Und das wäre es gewesen. Wie ist deine Situation jetzt heute? Ich kann ein normales Gewicht halten, was schon mal, denke ich, gut ist. Aber es ist immer noch ein bisschen schwierig für mich, auch wie regelmässig zu essen. Ich finde es schon noch krass, vor allem wie lange das sie auch schon mit dieser Krankheit am Kämpfen ist, mit der Magersucht. Jenny hat sich aber wie nicht an einen genauen Zeitpunkt erinnern, wo sie hat können sagen, doch, jetzt bin ich magersüchtig. Darum bleibt meine Frage wie ein bisschen unbeantwortet. Wann ernähre ich mich einfach gesund und auch bedacht? Und ab wann kann man wirklich auch von einer Magersucht reden? Aus diesem Grund habe ich mich dann auch noch mit der Chichia Mettler getroffen. Sie ist Ernährungsberaterin und hat eine Idee, wie man Magersucht verhindern könnte. Also Eltern sollen vor allem bei Mädchen aufhören, dauernd Mädchen über ihr Aussehen zu bewerten. Dauernd die Sprüche so, ah, du bist so eine Herzige und das Kleidchen sieht so schön aus. Also immer all die Sachen, die sie über das Aussehen gehen. Also das Kind mehr über das, was es ist, über das, was es kann, über die Stärken, über Sachen, die es erreicht und so weiter. Und nicht immer nur über die Äußerlichkeiten. Wo ist für dich so ein bisschen die Grenze zwischen gesund ernähren und Magersucht? Für mich ist der Unterschied, jemand, der eine Essstörung hat, tut sich die ganze Zeit nur noch mit dem Thema Essen, Nicht-Essen, Lebensmittel, Kalorien, Gramm beschäftigen. Also es hat keine Möglichkeit mehr, sonst das Leben zu leben. Und jemand, der sich ausgewogen ernährt, ist gesund und gut unterwegs, isst, genießt das und hat den Rest von der Zeit ist offen fürs Leben. Chichia Mettler hat im Gespräch betont, dass der Fokus auf Essen oder Nicht-Essen zwar ein Hinweis kann sein, dass man unter Magersucht leidet, aber es ist nicht immer so. Die Grenze die ist extrem gross und so ein bisschen verwischt. Darum es ist wichtig, dass man sich einfach Hilfe holt. Falls du also betroffen bist oder du jemanden kennst, der betroffen ist, dann findest du im Blog auf dreifach.ch einen Link, wo du mehr Informationen findest und auch Hilfe bekommst.